Hier. Rob, ist da sicher keine Nachricht für mich? Wenn Sie wünschen, sehe ich noch einmal nach. Ist nicht nötig. In Ordnung. Und das da brauche ich nicht. Ich werde heute allein essen. Ach nein, nicht doch. Lassen Sie es bitte hier. Man weiß ja nie, wer noch kommt. Das ist richtig. Ich hätte gerne einen Tisch. Sehr gerne. Sieh mal einer an. So ein Zufall. Werden Sie heute alleine essen, Mr. Lockridge? Ja, das werde ich, Robert. Ich erwarte niemanden. Robert, entschuldigen Sie bitte. Kann ich Sie kurz sprechen? Natürlich. Würden Sie Mr. Lockridge bitte ausrichten, dass sein blauer Anzug von der Reinigung abgeholt werden kann? Aber von mir aus kann er auch gern nackt durch die Straßen laufen. Mr. Lockridge, Mrs. Lockridge hat mich gebeten, Sie... Ich hab's gehört. Was gibt's als Tagesmenü? Heute haben wir einen exzellent gegrillten Thunfisch in einem milden Orangendressing und dazu servieren wir in Butter geschwenktes Babygemüse. Wunderbar, das hört sich gut an. Im Grunde klingt alles empfehlenswert. Abgesehen von der Pute, die Sie gerade isst. Ich habe ein Lied gespielt und das in der zweiten Stunde. Es wird nicht lange dauern und du spielst zweihändig. Ich danke dir. Ach, weißt du, noch ein bisschen Übung und dann spielst du perfekt. Dann bin ich mit meinem Repertoire schon am Ende. Und du musst dir leider einen neuen Lehrer suchen. Unsinn, du spielst hervorragend. Außerdem glaube ich nur bei dir, dass diese Stunden unser Geheimnis bleiben. Und er darf es nicht erfahren, bevor ich sein Lieblingslied ohne Hilfe auswendig spiele. Ach ja, apropos Überraschung, hattest du nicht auch eine für mich? Ja. Aber vorher will ich dich was fragen. Schieß los. Angenommen, du hättest einen Wunsch frei. Irgendeinen. Was würdest du dir wünschen? Das ist einfach. Dich. Abgesehen von mir. Was wünschst du dir denn noch? Ich komme nicht drauf, sag schon. Nein, noch nicht. Das, was du erraten sollst, das nannte man früher Handgreiflichkeiten. Und jetzt gibt es darin Champions wie Joe Frazier und Muhammad Ali. Oh, seit wann bist du denn eine richtige Boxexpertin? Das weiß ich nicht. Möglicherweise liebe ich ja einen Boxer. Hier, mein Champion. Vielleicht wurden Mom und Cruz zu einem Einsatz gerufen. Wären sie dienstlich unterwegs gewesen, müssten sie längst zurück sein. Und es gibt auch keine Eintragung. Hat Cruz sich gemeldet? Bisher noch nicht. Und das Gleiche gilt auch für Jody Walker. Also, ich weiß gar nicht, was der ganze Wirbel hier eigentlich soll. Es kann tausend Gründe geben, dass wir noch nichts von ihnen gehört haben. Und wer sagt, dass sie zusammen unterwegs sind? Cruz wollte anrufen, sollte er es nicht schaffen, zu mir rauszufahren. Und er hat sich noch nicht gemeldet. Das ist doch kein Grund, jetzt in Panik zu geraten. Ich fahre jetzt einfach zu Sawyer. Vielleicht weiß er was von Mom. Noch keine Spur von Jody? Spur? Die Spur ist eindeutig. Jody ist nicht mehr im Hotelzimmer. Cruz Jeep ist in der Hoteltiefgarage und Jodys Auto nicht da. Das sagt alles. Denk an früher, dann gibt es keine Zweifel, oder? Betrogen werden wir beide. Wie spät ist es? Es ist gleich 12. Ich dachte, du wolltest etwas schlafen. Ich kann nicht schlafen. Immer habe ich dasselbe Bild vor Augen. Ich sehe Frank, wie er hinter BJ her ist. Es war clever von ihm, uns hier einzusperren. Ja, und wieso? Hätte ich Reese jemals erzählen können?
Dass der gute Onkel Frank unsere Tochter seit ihrem 10. Lebensjahr missbraucht hat, dann wäre Frank jetzt mit Sicherheit tot. Und es würde mir nicht einmal leid tun um das Schwein. Weiß der Henker warum, aber das sind zwei Stahltüren. Hier rauszukommen können wir vergessen. Sieh mal da oben. Wenn wir nur dieses Fenster erreichen könnten. Was? Wenn wir an dieses Fenster ran könnten. Und dann? Dann könnten wir das Glas rausschlagen. Glas kannst du rausschlagen, aber durchkommst du nicht. Warum hältst du nicht einfach den Mund und hilfst mir hochzukommen? Wenn du meinst? Ich würde da durchpassen, wenn wir einfach das Glas rausschlagen. Ich bin sicher, dass ich mich irgendwie durchquetschen kann. Ein bisschen höher nur. Ein bisschen höher. Ist ja schon gut. Verdammt. Beruhige dich. Ich muss hier raus. Gut. Ich muss hier raus. Meine Tochter braucht mich. Verdammt, ich muss hier raus. Beruhige dich. Wir kommen hier schon irgendwie raus. Ich verspreche es dir. Nein, das ist nicht wahr, weil uns Frank hier nie wieder rauslassen wird. Sein schmutziges Geheimnis werden wir mit in unser Grab nehmen, Cruz. Keiner wird sterben. Du weißt genau, er kann uns hier nicht ewig einsperren. Es spielt überhaupt keine Rolle, was er vorhat. Ich weiß, dass diese Halle abgerissen wird, Cruz. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Frank wusste das genau und deswegen sind wir auch hier. Und steckt das Messer im Rücken. Mein Leben endet nicht, indem ich mich in die Luft sprengen lasse, sodass man mich 3 Straßen weiter vom Haus kratzen kann und BJ diesem Schwein ausgeliefert ist. Ich hätte ihn umnieten sollen, als ich noch die Gelegenheit hatte, aber durch sein Gequatsche hat er mich total um den Finger gewickelt. Cruz, warte mal. Glaubst du nicht, er sucht BJ? Weil er weiß, dass sie dir alles erzählt hat? Niemals. Nein, nein. Frank Goodman hat die absolut klassischen Verhaltensweisen für einen der kleinen Mädchen nachgestellt. Er rechtfertigt sein Tun damit, dass er fest daran glaubt, dass er in sie verliebt ist. Also wird er sie nicht verletzen, nicht im üblichen Sinne. Glaubst du wirklich, ich hätte etwas davon gewusst, aber hätte nichts dagegen getan? Ich meine... Nein. Du hättest was getan, wenn du es gewusst hättest. Richtig? Ich hoffe nur, dass BJ es Reese sagt. Wenn sie das tut, dann wird er hier auftauchen. Und wenn er nicht auftaucht, dann ist er ganz, ganz sicher zu Frank gefahren. Das weiß ich genau. Wenn sie es nicht sagt, Joe, ich bin sicher, dass Kelly merkt, dass hier was nicht in Ordnung ist. Wie ich sie kenne, wird sie schon ein paar Leute zusammentrommeln. Ja, ein Hinrichtungskommando, wenn Reese das Sagen hat. Für ihn wird es sicher kein Zufall sein, dass ausgerechnet wir beide uns nicht zurückgemeldet haben. Verstanden? Die glaubt, dass es dafür noch eine andere Erklärung geben kann? Captain, wir haben Detective Walkers Auto gefunden. Aha. Im Moment steht es auf einem dieser Parkplätze am LA International Airport. Okay, überprüfen Sie alle Flüge innerhalb der letzten 18 Stunden. Und finden Sie heraus, ob Jodys Name auf irgendeiner Passagierliste auftaucht, okay? Wird sofort erledigt. Was ist mit Cruz? Was soll mit ihm sein? Naja, es liegt doch nahe, dass sie zusammen verreist sind, oder? Warum finden all die guten Freunde nicht heraus, was wirklich ist, statt das Schlimmste anzunehmen? Nein, 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 einen Moment, okay? Wenn Cruz und Jody nicht gefunden werden wollen, dann finden wir sie auch nicht. Da kann man genauso gut eine Nadel im Heuhaufen suchen. Können wir reden? Und zwar unter 4 Augen. Hat das noch etwas Zeit? Von mir aus, aber es ist wirklich wichtig, okay? Würdest du in die Oase kommen, ja? Gut. BJ, ich hätte es dir gerne erspart. Tut mir leid. Ja, mir auch. Hör zu, lass dich von Frank nach Hause bringen. Ich melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich liebe dich, Dad. Ich dich auch, mein Schatz. Ich hol mein Auto. Vergiss es, ich bin zu Fuß. Hey, BJ, 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 hey.
Ich wollte dir nur sagen, wenn du Hilfe brauchst. Irgendwas, ich bin für dich da. Und ob du es glaubst oder nicht, ich mache mir wirklich Sorgen um Cruz und Jody. Ich glaub dir aufs Wort, Onkel Frank. Was soll das? Ich meine, das sind doch $3,000. Eine Überraschung. Und was soll das? Ich habe den Boxtrainer Danny Guerra gefragt, was es kosten würde, na, wenn er dein Trainer wäre. Was soll ich dazu sagen? Das ist viel Geld und ich kann es nicht annehmen. Wieso denn nicht? Was soll ich denn sonst damit anfangen? Was immer du willst. Kauf dir irgendwas dafür. Weißt du, man wird das auch falsch verstehen. Dass du wegen des Geldes mit mir zusammen bist? Sawyer, überleg mal. Du hast dich doch in mich verliebt, bevor ich geerbt habe. Und außerdem, nein. Gerade deswegen. Deswegen liebe ich dich, Sawyer. Und du liebst das Boxen. Nimm das Geld, es ist deins. Mr. Lockridge, ein Gespräch für Sie. Aber leider funktioniert unser mobiles Telefon nicht. Würden Sie es bitte an der Bar annehmen? Ja, natürlich. Ich brauche sowieso Luftveränderung. Was ist das? Abfall. Wie soll ich den Anzug holen ohne Beleg? Oder gehört der Anzug inzwischen auch schon CC? Rob, entschuldigen Sie bitte. Könnte ich das sehen? Mr. Lockridge ist sehr empfindlich, was seine Mahlzeiten anbelangt. Also, ich weiß nicht. Glauben Sie, ich will ihn vergiften? Stellen Sie es hin. Selbstverständlich. Noch einen Wunsch? Oh, die Rechnung bitte. Oh, nein, Sekunde. Geben Sie die Rechnung bitte Mr. Lockridge und vergessen Sie nicht, ein anständiges Trinkgeld für sich zu berechnen. Wie anständig denn? So anständig, dass es wehtut. Vielen Dank. Hier ist dein Essen. Erstickt dran. Was gibt's Neues von den Passagierlisten? Noch nichts. Vermutlich hast du mich nur hierher bestellt, um mir zu sagen, dass ich ein misstrauischer Idiot bin. Ich will mit dir über Frank reden. Frank? Was ist mit ihm? Wie gut kennst du ihn? Ich kenne ihn besser als sonst jemanden, Kerl. Wieso? Wie ich schon sagte, Cruz mag ihn nicht. Irgendwas stimmt nicht mit ihm und ich glaube das auch. Ach komm schon, du kennst ihn doch gar nicht. Und was Cruz angeht, was kümmert mich die Meinung von einem Kerl, der mit meiner Frau wegläuft? Glaubst du das wirklich? Willst du mir etwa weismachen? Das glaubst du wirklich? Okay, nenn mir Gründe, die das Gegenteil beweisen. Da gibt's jede Menge. Cruz liebt mich. Noch mehr? Wie wär's mit der Tatsache, dass deine Frau seit 20 Jahren in guten und schlechten Zeiten zu dir hält? Glaubst du, sie würde wirklich einfach davonlaufen? Das ist doch Quatsch. Was willst du eigentlich? Wieso glaubst du mit einem Mal so gut Menschen einschätzen zu können? Jody ist okay, Frank ist eigenartig. Aber wenn du es genau wissen willst, Frank hat mein Leben nicht umgekrempelt und ist dann abgehauen. Frank hat mir nicht Ehrlichkeit versprochen und hat dann gelogen. Das geht alles auf Jodys Konto. Wenn du Schwierigkeiten hast, schwarze Schafe von weißen zu unterscheiden, dann solltest du den Mund nicht so voll nehmen, Kelly. Aber vielleicht bist du derjenige, der Probleme hat, die Dinge klar zu sehen, Reese. Denn du projizierst deine Ängste einfach in die Zukunft. Und jetzt glaubst du, dass es wahr ist. Hör zu. Vielleicht hatte Jody Angst, dir die Wahrheit zu sagen, weil sie nicht wusste, ob du ihr genug vertraust, um den Unterschied zu erkennen zwischen dem, was wirklich geschehen ist und was du dir einbildest. Und die einzige Wahrheit ist die, dass Jody dich liebt und Cruz mich liebt. Kommt dir denn nie der Gedanke, dass sie vielleicht Schwierigkeiten haben? Willst du mir vielleicht sagen, dass du das noch nie in Erwägung gezogen hast? Alles, willst was du es nicht mal aus diesem Blickwinkel betrachten? Wenn sie Schwierigkeiten haben, dann haben sie sich die selbst zuzuschreiben. Und dann sollen sie auch selbst damit fertig werden. Du bist unglaublich hartherzig. Na schön. Okay, du sitzt doch nur hier rum und badest in Selbstmitleid. Du denkst doch nur an dich selbst. Ich finde jetzt lieber heraus, ob die beiden Hilfe brauchen. Deine letzte Chance.
bin schon da. Morgen. Das ist gut. Sisi, du entschuldigst uns. Ja, das werde ich, wenn ich mit dir gesprochen habe. Vertraulich. Ja, klar, ich warte draußen. Danke. Was soll der Kerl hier? Ich habe ihn eingestellt. Wie nein, andere. Was sucht er hier in der Stadt? Warum sitzt er nicht im Schlauchboot nach Singapur oder irgendwo hin? Oh, Sisi, ich brauche etwas Zeit. Ich habe ihn doch gerade erst eingestellt. Da kann er doch nicht gleich die Koffer packen. Ich muss etwas tun. Das klingt für mich nicht überzeugend. Keine Bange, ich mache meine Arbeit schon. Aber wie sieht es mit dir aus? Die Vormundschaftspapiere werden aufgesetzt und du hast sie noch heute in der Hand. Sehr gut. So. Du hast, was du wolltest. Du und der Lionel, ihr habt das Sorgerecht für Channing. Und ich werde dafür sorgen, dass Ken nichts mehr mit Sophia zu tun hat. Das erspart dir viele graue Haare. Du meinst silbergraues Haar. Du hast Channing. Was willst du jetzt noch mehr? Oh, nichts mehr. Ich bin zufrieden. Wenn ich mir ansehe, was für ein Gesicht du machst, gehe ich davon aus, dass es stimmt, was du sagst. Aber solltest du Zweifel darüber haben, dass Lionel unseren Sohn adoptiert, dann solltest du die ganze Sache sofort zurücknehmen. Ich habe keine Zweifel darüber, dass Lionel Channing adoptiert. Es ist nur eine vorübergehende Krise. Hast du das noch nie erlebt? Doch, weißt du, in beiden Ehen mit dir. Siehst du, und wir verstehen uns hervorragend. Oh Gott, Gina, du bist unmöglich. Der Mensch ist, wie er ist. Es macht beinahe Spaß, mit dir zu arbeiten. Mach mich nicht schlechter, als ich bin. Ken wartet auf mich. Also, fangen wir endlich an. Es wird sein wie damals. Ladies first. Wie kannst du es wagen, meine Spesen zu kürzen? Eine Maniküre hat auf der Spesenabrechnung nichts zu suchen. Ach, wirklich? Doch, das geht. Ich glaube, seit Nixon sagte, Ketchup sei ein Gemüse. Würdest du mit uns beiden arbeiten, hättest du keine Sorgen. Gina, du wirst es nicht glauben. Maniküre ist nicht absetzbar. Sie wollen mit ihr arbeiten. Bitteschön. Entschuldigung, ist wohl nicht der richtige Moment. Ach nein, so ist das immer zwischen mir und Sisi. Gina, wissen Sie, wenn meine Anstellung ein Problem ist für Sisi, können wir uns irgendwie einigen? Oh, ist nicht der Rede wert. Ist doch alles bestens. Das ist hier immer so. Tja, Ihrem Lebenslauf kann ich entnehmen, Sie waren lange Zeit im Orient mit Ihrem Konzern für Fitnessgeräte. Das ist richtig. Unsere Zentrale war in Hongkong. Hongkong? Das ist schön weit weg. Was sagten Sie bitte? Ich sagte, es ist weit weg. Ich werde einige Filialen unserer Produktion ins Ausland verlagern, damit sich die Produktionskosten verringern. Dann steht Ihnen nichts mehr im Wege. Ihr Reisepass ist hoffentlich gültig. Wie kann ich ein so großzügiges Geschenk ablehnen, ohne dich zu beleidigen? Aurora, ich kann dein Geld nicht annehmen. Okay, dann nehme ich das Geld einfach und investiere es. Gut. In dich. Wenn du Danny Garra nicht anheuerst, mach ich es. Also, ich will dich in bester Kondition sehen, wenn du morgen deine erste Stunde bei Danny Garra hast. Das war ganz schön raffiniert. Zuerst holst du mich mit der Linken aus der Deckung und dann kam die Rechte. Eine gute Technik, ich sollte bei dir lernen. Ich habe ja schließlich jahrelang Jane Austen Bücher gelesen. Tut mir leid, dass ich stören muss. Das Hausmädchen sagte mir, ich würde euch hier finden. Hallo, BJ. Guten Tag. Hallo. Du kommst keineswegs ungelegen. Ich wollte sowieso nach unten. Ich muss noch telefonieren. Du siehst besorgt aus. Kein Wunder, das bin ich auch. Dann sag mir, was los ist, BJ. Ich weiß nicht, wie ich es dir am besten sagen soll. Mom und Cruz sind verschwunden. Weißt du, was ich will? Was denn? Ich will eine Riesen-Cola mit irrsinnig viel Eis. Und außerdem ein Eis mit 5 Kugeln. Ja. Ich will BJ $5 geben.
Sie darf sich davon ein Eis holen und ich will am Fenster stehen und sie beobachten, wie sie mit den anderen Kindern lacht. Ich möchte ihr ihre Kinder wiedergeben, Cruz. Ich möchte ihr geben, was Frank ihr genommen hat. Ach, wie ergreifend. Wirklich rührend. Hätte ich eine Kamera, würde ich ein Bild für Reese schießen. Solange ihr beide noch am Leben seid. Ist hier noch frei? Ja, setz dich doch von mir aus. Aber Ken wird nachher noch kommen. Ich werde dich so lange vor aufdringlichen Bewunderern schützen. Wie reizend. Gern geschehen. Gerüchte sagen, dass Gina dann in Ken Mathis dazu gebracht hat, für sie zu arbeiten. Das ist ganz schön mutig. Oh, das ist doch keine Frage des Mutes, sondern der Ignoranz, wenn man mit Gina zu tun hat. Und ich denke, Ken ist in der Lage, sich durchzusetzen. Das haben schon andere versucht. Du sagst es. Tja, dann ist es jetzt das erste Mal. Ach ja, ich muss zugeben, dass ich wohl ein wenig zu voreilig war. Ich dachte, Ken sei ein Gigolo und nur auf dein Geld, deine Macht und dein Ansehen scharf. Oh, das ist ja wirklich eine ausgesprochen schmeichelhafte Vermutung. Tja, ich habe mich geirrt. Verklage mich. Nimm alles, was ich habe. Das mache ich glatt. Ich will bloß, dass es dir bei allem gut geht. Das weißt du doch, oder? Ich kenne dich inzwischen schon ziemlich gut. Hm? Und ich weiß, wenn du solch großmütige Reden schwingst, dann willst du etwas. Du hast wie immer recht. Weißt du, Sophia, viele Männer glauben, sie seien gut genug für dich. Weit gefehlt, das bin nur ich. Und Ken? Alles spricht für ihn. Er hat ja dich, was will er mehr? Irgendwas macht er richtig. Ich könnte von ihm vielleicht noch was lernen. Vielleicht schon. Was meinst du mit verschwunden? Weg. Abgehauen. Dad glaubt, dass Mom und Cruz zusammen durchgebrannt sind. Das ist völliger Unsinn. BJ, Mom und Cruz sind in derselben Einsatzgruppe. Wenn er darin eine Liebesgeschichte sieht, dann nur, weil er sie aus dem Haus geworfen hat und will, dass sie die Schuldige ist. Okay, seit wann sind Sie weg? Seit gestern. Seit gestern? Mom war schon sehr viel länger auf Einsätzen unterwegs und Dad auch. Hör zu, wir sollten uns erstmal beruhigen, bevor wir sie als vermisst melden. Sawyer, hast du irgendwas davon gewusst, dass Mom und Cruz auf der Highschool ein Verhältnis hatten? Na und? Frank sagte, es wäre damals eine heiße Geschichte zwischen den beiden gewesen. Ich werde dir mal was verraten. Ich habe einmal Lorraine Miller in der 5. Klasse heimlich im Videoraum geküsst. Und wir haben nicht vor, durchzubrennen. Hör zu. Mom liebt Dad. Das weißt du genauso gut wie ich und sie betrügt ihn niemals. Sie wird wahrscheinlich gleich völlig fertig von einem dieser grässlichen Einsätze nach Hause kommen. Sie ist bestimmt müde und wenn sie erfährt, worüber wir uns Gedanken gemacht haben, flippt sie sicher aus. Also, Mom und Dad werden das schon machen, okay? So wie immer. Sie drehen einfach das Radio an, richtig laut und zeigen der Welt wieder einmal aufs Neue, dass sie sich wirklich lieben. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Und das solltest du dir ein für alle Mal merken. Mom und Dad lieben sich. Ja, ich weiß, dass es manchmal sehr schwer fällt, das zu glauben, aber da können wir uns ganz sicher sein. Ich glaube dir, weil ich auf dein Wort zählen kann. Das kannst du immer. Wir wollen ja nicht, dass die Leute über mich und Cruz falsche Schlüsse ziehen, oder? Nur wenn es mir helfen würde. Und das tut es, weiß Gott. Keinen Schritt weiter. Sie werden mir zuhören, wenn Sie mir näher kommen. Oder noch einmal den Mund aufmachen. Dann schwöre ich, blase ich ihr den Kopf weg. Ich glaube, es würde mir sogar gefallen. Und jetzt dreht euch um. Dreht euch um. Frank. Nichts da, Maul halten! Heben Sie Ihre Hände über den Kopf. Und keine Bewegung. Du
was er sagt, Cruz. Das ist eine Sache zwischen mir und Jody. So ist es besser. Jetzt wir beide, beweg dich. Das reicht gut. Also, jetzt können wir beide reden. Worüber willst du reden, Frank? Nein, warte. Beantworte mir nur eine Frage. Okay, was immer du willst. Wie vielen unschuldigen Opfern, ganz abgesehen von... Abgesehen von BJ, hast du schon die Kindheit genommen? Ach, siehst du, du glaubst, du kennst mich, aber du kennst mich nicht. Weißt du, BJ ist mein Ein und Alles. Sie ist die Liebe meines Lebens. Ich liebe sie noch mehr als du. Weißt du denn überhaupt, was du da von dir gibst? Ist das deiner Meinung nach normal? Ja, 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 das ist es. Sag mir nicht, ich sei geisteskrank oder verrückt, okay? Vielleicht werde ich missverstanden. Genauso wie Romeo und Julia. Du bist kein Romeo, Frank. Ich werde dich jetzt mal aufklären, was BJ und mich verbunden hat. Nein, nein, verbindet ist etwas ganz Besonderes. Fast schon heilig. Ich sag dir auch warum. Sie kam damals zu mir, sie war noch so jung. Sie hatte in mir einen Seelenverwandten gefunden. Sie wusste, dass ich sie voll und ganz verstehen würde. Sie war 10 Jahre alt, Frank! Merkst du denn nicht, wie krank du bist? Hey, hey, hey! Das sagst du doch nur, weil du überhaupt nicht verstehst, was zwischen uns gewesen ist. Nein. Wenn ich nur daran denke, was du mit ihr gemacht hast, weißt du, was ich dann sehe? Einen ganz erbärmlichen, perversen Mann. Einen Mann, der meine BJ missbraucht hat. Du hast sie vom Rest der Welt isoliert, weil sie sich so dafür geschämt hat, was du ihr angetan hast. Du hast sie in deinen Sumpf gezogen, Frank. Du hast ihr ihre Kindheit gestohlen. Kein Mensch hat das Recht, so etwas zu tun. Verdammt sollst du sein. Ich verdamme dich. Aber ich bin sicher, nichts kann schlimmer sein als das, was BJ erlebt hat. Sag mir nur eins, Frank, sag mir nur eins. Wie soll ich mich denn jemals an dir rächen für das, was du meiner BJ angetan hast? Halt die Klappe! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Es reicht, es reicht, es reicht, es reicht. Eine Bitte. Ich möchte etwas sagen, Frank. Okay, dann reden Sie. Ich habe gerüchteweise gehört, dass dieses Gebäude in Kürze gesprengt werden soll. Werden Jody und ich dann immer noch hier sein? Das werdet ihr. Aha. Ein Sprichwort lautet, und am Ende beißen die Letzten die Hunde. Ist es nicht so? Den Spruch kennt ihr doch. Wenn diese Halle abgerissen wird, was passiert dann wohl mit euch? Es reicht doch, wenn es einen erwischt. Lassen Sie doch Jody in Ruhe. Wissen Sie, daran habe ich auch schon gedacht. Aber es ist Ihre Schuld. Ihre Schuld. Weil Sie sie damit reingezogen haben. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was Reese mit Ihnen machen wird, Frank, wenn Sie die Sache hier durchziehen? Reese, ja? Und wer sagt's ihm? Sie, ha? Oder du? In diesem Moment sitzt unser lieber Reese irgendwo und ertränkt seine Sorgen, weil ihm irgendjemand in den Kopf gesetzt hat, dass seine Frau nach 20 Jahren mit seinem ältesten Freund abgehauen ist. Haben Sie gehört? Ich habe Ältesten gesagt, nicht Besten. Das bin ich jetzt. Ich bin sein bester Freund. Und ich werde ihm immer zur Seite stehen, so gut ich kann. Hast du das gehört, Jody? Ich werde euch nicht enttäuschen. Und was BJ angeht, für BJ werde ich einfach alles tun. Einfach alles. Und jeder, der das anzweifelt, irrt sich gewaltig. Ganz gewaltig. Haben Sie das kapiert? Na, habe ich was verpasst? Wenn ich das richtig sehe, dann hat heute für Cici ein neues Kapitel angefangen. Ist denn sowas möglich? Kaum zu glauben, aber es sieht aus, als hätte er begriffen, dass wir mehr als nur flüchtige Bekannte sind. Tja, da haben wir einiges zu feiern, denn ab morgen
hat Ken Meth Visitenkarten, auf denen steht Direktion Gina Jeans. Oh nein. Oh ja. Oh ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Weißt du, Ginas Einstieg in die Modebranche ist, als würde der Geheimdienst in den eigenen Reihen zwei völlig unterschiedliche Konzepte praktizieren und sich selbst in den Rücken fallen. Das macht doch keinen Sinn. Oh. Oh nein, ich hätte den Champagner bestellen sollen. Wir feiern doch deinen Karriereaufschwung. Ist er nicht von dir? Er ist von dem Herrn, der da drüben sitzt. Ah. Tja, aller guten Dinge sind drei. Ich hab dich. Ich habe einen neuen Job. Und wie es aussieht, habe ich im Moment sogar Cicis Gunst gewonnen. Also, ich schlage vor, wir trinken den Champagner, bevor mich mein Glück verlässt. Oder bevor uns jemand stört. Was machst du hier? Wer hat dich reingelassen? Lily. Ich habe immer noch ein paar Freunde in wichtigen Positionen. Du kannst eigentlich gleich wieder gehen. Es gibt nichts zu bereden. Ich habe etwas mit dir zu besprechen. Und du wirst zuhören. Was fällt dir denn ein, mir Befehle zu erteilen? Gina, lass uns mit der Spielerei aufhören. Haben wir eigentlich nicht beide, weiß Gott, lange genug mit Cici Capwell gearbeitet, um zu wissen, dass man ihm nicht mal das Schwarze unterm Nagel anvertrauen kann? Also bitte, welche Geschäfte du auch gemacht hast, es ist ein Geschäft mit dem Teufel. Er wird sich nie im Leben an irgendeine Abmachung halten. Und wenn es ums Geld geht, vergiss es. Du siehst nichts davon, nicht einen einzigen Cent. Glaubst du, dass es nur darum geht, Lionel, um Geld? Du hältst anscheinend nicht sehr viel von mir, oder? Das ist nicht wahr. Ach nein? Nein. Weißt du noch, als du mir den Ring geschenkt hast? Weißt du, was ich an diesem Tag in deinen Augen gelesen habe? Ich habe gesehen, dass ich etwas Besonderes für dich war. Etwas ganz Besonderes. Ich fühlte mich auch so, weil ich dir geglaubt habe. Ich sah mein Glück in dir. Und ich habe dir vertraut. Wir gaben uns Geborgenheit. Und weißt du, was ich jetzt in deinen Augen sehe? Nichts von dem. Nur Misstrauen. Und das Schlimmste daran ist, ich hätte niemals geglaubt, dass du irgendwann über mich denkst wie all die anderen. Gina? Du kannst gehen, wenn du willst. Aber beantworte mir bitte noch eine Frage. Was läuft zwischen dir und Cici? Wieso fragst du? Du glaubst mir ja doch nicht. Sag es mir. Ich habe jemandem einen Job versprochen. Ich habe es dir gesagt, es geht nur um einen Job. Und jetzt gibt es nichts mehr zu sagen. Ich werde die beiden Liebenden ihrem Schicksal überlassen. Und jetzt beginnt endlich meine Zukunft mit BJ. Frei von euch grauenvollen Spießbürgerlichen. Klugscheißern, die ihr seid. Aber da ist noch eine Sache, bevor ich endgültig gehe. Das ist das Letzte, was ich von euch verlange. Ihr schreibt jetzt, was ich sage. Sie an Kelly und du an Reese. Okay. Hey, hoch damit! Versuch nicht, mich zu verschaukeln. Hört zu. Es ist mir egal, in welcher Form ihr es ausdrückt. Aber drinstehen sollte Folgendes. Liebster Reese, liebste Kelly. Wenn du diesen Brief liest, sind wir schon weit weg. Wir bleiben für immer zusammen. Wir haben uns dem Schicksal gebeugt. Also los jetzt. Wo ist Gina?
Ich weiß es nicht. Sie ist rausgegangen. Na gut. Ich glaube, wir beide können das auch ohne sie erledigen. Sehen Sie sich das genau an und sagen Sie mir, ob Sie damit einverstanden sind. Einverstanden? Einverstanden womit? Der Sorgerechtsvertrag. Für Channing? Na, Sie können auch Mason adoptieren. Natürlich für Channing. So wie Sie es wollten und wie Gina es wollte. Ich nehme an, sie hat Ihnen gesagt, dass wir einen Vertrag aufsetzen. Natürlich. Natürlich hat sie mir das gesagt. Ich dachte... Sie waren gegen diese Vereinbarung. Wieso haben Sie Ihre Meinung geändert? Weil Ihre Frau sehr überzeugend sein kann, wissen Sie das nicht? Sie sagte mir, dass Sie das beide gerne möchten. Daraufhin haben wir einen Vertrag aufgesetzt. Aber wiegen Sie sich nicht in der Hoffnung, dass Sie jetzt zu meinem Freundeskreis gehören. Und ich will, dass Channing Daddy zu mir sagt. Ich werde ihn auch sehen, ich habe Besuchsrecht. Auch an Feiertagen, an Wochenenden. Natürlich, selbstverständlich. Natürlich? Mehr fällt Ihnen nicht ein? Sie sind Vater geworden. Bedeutet Ihnen das gar nichts? Aber natürlich. Das bedeutet mir viel. Sehr viel sogar. Haben Sie vielleicht irgendwelche ganz besonderen Ratschläge, die Sie mir jetzt gerne mit auf den Weg geben möchten? Ich möchte, dass Sie Channing wie Ihren eigenen Sohn behandeln. Passen Sie gut auf ihn auf. Ja, Sisi, danke. Ich passe auf ihn auf. Hallo. BJ, kann ich dich einen Moment sprechen? Bitte. Ich finde, ich habe jetzt genug gehört über die Geschichte von Mom und Cruz. Können wir die Analyse darüber vielleicht verschieben? Deswegen bin ich eigentlich nicht gekommen. Obwohl, es hatte auch irgendwie mit Cruz zu tun. Mehr oder weniger. Kann ich mich setzen? Sicher. Also, naja, ich habe mit Cruz geredet und er hat mir gesagt, was dir als kleines Mädchen passiert ist. Er hat mir gesagt, du wurdest sexuell missbraucht. Ich weiß, dass du ihm alles darüber erzählt hast. Und er musste es sofort dir erzählen. Großartig, sowas nenne ich Vertrauen. Dann kann ich sie auch gleich in die Zeitung setzen. Ich gebe morgen eine Anzeige auf. Es tut mir leid. Wirklich, glaub mir, ich bin nicht hierher gekommen, um dich zu verletzen. Ich will dir nicht wehtun. Es tut mir leid, dass ich so wenig Feingefühl habe, aber ich habe im Moment keine Zeit, um feinfühlig zu sein. Du musst mir eine Frage beantworten. Ich weiß, das hat man dich oft gefragt. Der Mann, der dich missbraucht hat. Was ist mit ihm? War es Frank Goodman? Reiz mich! Komm schon, noch ein Wort. Das traust du dich nicht, du feige Ratte. Dass du ein Feigling bist, hast du schon bei BJ bewiesen. Das hättest du besser nicht gesagt, Cruz. BJ würde das auch nicht gerne hören. Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.